Wir sind von KISS irgendwann eingeladen, von Gene Simmons eingeladen worden, mit ihrem Privatflieger von Zürich nach Stuttgart zu fliegen. Das sind ungefähr 300 Kilometer. Da muss man schon mal fliegen, ist ja klar. Und das haben Rott und ich natürlich angenommen. Jetzt gibt es zwei Wahrheiten. Also ich meine mich zu erinnern, dass Farin nicht mitfliegen wollte. Farin sagt, er hätte das falsch verstanden. Nee, uns haben sie gesagt, es gibt nur zwei Plätze an Bord, was aber nicht stimmte. Keine Ahnung. Also ich durfte dann mit einem sehr dicken Mann in seinem sehr kleinen Auto die 300 Kilometer fahren. Also das war jetzt nicht unbedingt so der Bringer, dass ich das freiwillig abgelehnt hätte. Außerdem fliege ich sehr gerne. Aber Farin, weißt du, dass Gene richtig sauer war? Where's the other guy? Also wir waren halt schon 3 Wochen mit der Band auf Tour. Wir haben Backstage mit denen rumgehangen. Wir haben auch 1-2 Partys mit ihnen gefeiert. Und sie haben halt auch ein paar Shows von uns gesehen. Sie haben unsere Freundin angebaggert. Ich hatte total bunte Haare. Und hatte also das Make-up von KISS eingefärbt. Also ich glaube, ich wäre für jedes Fahndungsplakat also wirklich ein Muss gewesen. Und dann sitzen wir mit Ace Frehley im Bus, so der uns halt von der Abfertigung zum Flieger brachte. Und er schaute so Rott an, dann schaute er mich an, schaute wieder Rott an, wieder mich. Dann tippte er Paul Stanley und sagte, who are those guys? Das war der einzige Tag, wo er nüchtern war. Gut, wir haben überhaupt kein Konzept, aber vorne lacht schon eine Frau ganz herzerweichend. Das scheint gut anzukommen, ohne Konzept hier loszulegen. Konzeptlesing ist ja nicht so unser Ding, ne? Lassen wir das Buch erstmal eine Weile zu. So. Also wir halten das Buch jetzt mal hoch, ja. Dieses Buch ist ein Buch. Es hat einen Umschlag. Einige von euch haben das Buch gekauft. Wer hat's schon? Ja. Yeah. Hey. Es ist ein ganz schöner Karenzmann, okay, ja. Okay, ist nicht der Renner hier in Weimar, wie ich sehe. Also, ich kann nicht. Nur sagen... Ey, Rod, Moment mal, wir treten ja an gegen Gothi und Skiller, ja. Ich kann nur sagen, wir haben ganz andere Kaliber, ja. Nach den Straßen hier in Weimar, die wir vorhin kennenlernen durften, ihr könnt euch ruhig mehrere Bücher kaufen, dann könnt ihr euer Auto aufbocken und einen Reifen wechseln, das geht auch. Der war nicht schlecht. Lacht auch, daran erkennt man immer, wenn wir einen guten Witz machen, darf Markus auch lachen. Das ist das erste Mal seit 2 Stunden, oder? Das ist crazy, ja. Wir haben es hat auch einen Schutzumschlag, dieses Buch, da kann man prima... Rein und an ihren Saß doch ruhig, Peter. Komm. Ja. Das ist auch der Grund, warum meiner schon weg ist. Mensch, Rott, jetzt hör doch mal auf. Okay, hat einer eine Idee, wie man anfängt mit so einer Lesung? War jemand von euch schon mal auf einer Lesung? Rhetorische Frage. Okay, ey, keiner. Du bist in Weimar. Die Leute, die hier vorlesen könnten, die sind vor 400 Jahren gestorben.